Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem neuen kleinen Let's Test für dem Spiel Foulplay. In der letzten Folge haben wir ja den ersten Akt komplett durchgespielt in diesem kleinen Indie-Spiel. Und in dieser Folge werden wir uns mal den zweiten Akt anschauen, gucken, was uns da Neues erwartet. Und dann warten wir jetzt gar nicht lange und gehen gleich rein, würde ich mal sagen. Mit Ausweichen parat und Publikums... Was? Publikums-Shit? Okay. Sieht ziemlich still aus für eine Ausgrabungsstätte, oder Sir? Etwas hat diesen Leuten ganz gänzlich den Verstand geraubt, Mr. Scamwick. Hallo, Herr. Ich werde herausfinden, was. Oh, da sind wieder ein paar Besessene. Ich überlege mal ein bisschen mit den Kombos, wie das hier alles noch ein bisschen... Na! Na! Da läuft immer in die falsche Richtung. So. Weiter geht's. Was bauen denn die hier, sag mal? Ich frage mich, was da immer so blaue Dinger auf mich zufliegen. Sind das so eine... Oh, tot. War zumindest gespielt tot. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich actiongeladenes Theaterstück. Aber ich finde es jetzt nicht zu gewalttätig oder so. Weil die sind ja, werden ja nicht wirklich Waffen verwendet hier. Wir haben ja nur diesen Gehstock. Finde ich eigentlich ganz interessant. So ein... absolut tapferer und mutiger Professor da hier. Ja, liegen sie? Gut. Was ist denn das für einer? Gewehrschuss, übel. Immer mit der Ruhe, Junge. Wer war das? General Kane muss Ordnung halten. Hinüber, Sir. Wir müssen die Kaserne der Ausgrabungsstätte finden, Mr. Scamwick. Ich habe ein paar Fragen an diesen General Kane. Und da kommen wir schon gleich mit den nächsten Störten. Vor allem würde mich mal interessieren, wenn man da hier zu zweit spielt, ob dann auch mehr Gegner kommen hier. Na! Prächtiger Auftritt! Nein, oh, verdammt. Mal ein Kombo von 64 geschafft mit einem prächtigen Auftritt dazu. Eine Kanone. Na. Also ich muss ja schon mal sagen, das Spiel macht wirklich Laune. Vor allem mal für so zwischendurch. Auf jeden Fall. Ach, das finde ich so geil, wie der hier weggezogen wird. So, was haben wir hier? Vollbringen Kunststücke, menschliche Kanonenkugel, indem zwei Feinde mit einem Wurf triffst. Ich weiß, dass wir das mal im ersten Akt geschafft haben. Ich weiß allerdings im... Oh, das! Ah, jetzt langsam habe ich es raus.
So. Also grob habe ich jetzt raus, wie man die Leute wirft. Hui. Ja, mal gucken, ob wir jetzt mal hier. Führe deine Rekrutzahlenregeln aus, indem du Feind aus. Drücke RB, um Publikumsshit zu entfesseln, wenn die Anzeige voll ist. Okay, eine kurze Zeit erhältst du für alle Treffer riesigen Beifall. Für jeden erfolgreichen Angriff gibt es Combo mal 2. Combo mal 4, wenn sich beide Spieler zu gleichem Publikum-Shit-Modus befinden. Okay. Aber wieso Publikum-Shit? Was ist das für eine Bezeichnung? Ich muss auf jeden Fall erstmal das Ding da oben voll kriegen. Prüfung abgeschlossen. Das ist der Publikum-Shit-Modus. So müssen wir jetzt, habe ich keine Gegner mehr da, wo ich das ausnutzen kann. Schnell, Scamwick, rein da! Oh je. Gewehre schussbereit, Jungs. Mann, der ist natürlich die größte Wumme hier. Dann seid ihr Leute wohl nicht für ein Test in T zu haben. General Chain nehme ich an. Ich bin der Einzige, der ihnen jetzt noch helfen kann. Sagen sie ihren Männern, sie wollen die Waffen senken. Sie sollen die Waffen senken. Dafür ist es viel zu spät. Was haben sie hier gefunden? Wovor haben sie da solche Angst? Feuer! Oh, jetzt geht's ab. Na? Oh ja, yeah, gleich zwei Stück. Das war jetzt die menschliche Kanonenkugel. Ich kann ja groß gar nicht reden dabei, das ist ja schon ziemlich, also ich hau ja, auch wenn man es vielleicht nicht so mitkriegt, ich muss echt mal die Aufnahme nachher einmal anhören, ob man das hört, wie ich hier in den Controller reindrücke. Ich bin eh so, wenn ich mit Controller spiele, so einer, der hier wirklich, getroffen, der hier wirklich so wahllos immer in die Tasten haut, zwar versucht einigermaßen gesteuert, aber wie gesagt, einigermaßen. So, komm. Na, wo bin ich denn jetzt hier? Da. Ah, liegst du? Gut. So, weiter geht's. Und gleich zu den nächsten. Ich finde es ein bisschen blöd, dass das Scamwick, wenn man alleine spielt, verschwindet. Wenn er zumindest irgendwo in der Ecke stehen bleiben würde oder irgendwas machen würde, wäre es nicht schlecht. Weil der gehört nochmal mit zur Geschichte dazu. Weiter geht's. So, Shit-Modus. Ich nenne es einfach mal Shit-Modus. Weiter geht's. Das Scarabeus-Motiv. Das ist doch nicht etwa Al-Bakra. Al-Bakra, Sir? Eine verwünschte Stadt für alle Ewigkeit unter dem Wüstensand begraben. Klingt wie Coventry.
Aber das Ding ist, wenn man immer schön austeilt, dann kriegt man da oben das Publikum auf seine Seite. Aber sobald man einmal getroffen wird, dann geht das ziemlich schnell runter. Na? So, weiter geht's. Na? Na? Also die Leute hier zu greifen, damit man sie schmeißen kann, ist gar nicht mal so einfach. Ach, der Balken da drüben muss es sein. Okay. Also größer als Modometer 4 geht anscheinend gar nicht. Na. It's coming. Sie haben also die Stadt Al-Bakra gefunden, Kane. Zurück. Sie ist mir versprochen worden. Sie ist aus gutem Grund begraben worden. Nein. Oh, jetzt geht's zum Dicken. Der natürlich mit dicker Wumme, der hier. Und wir haben hier... Oh, der hat jetzt ein bisschen größere Geschütze. Ah. Ich muss einfach schauen, dass ich den... So. Der verschwindet immer ziemlich schnell. Na, irgendwie treffe ich den nicht. Vor allem, wenn ich die Kleinen hier mal ein bisschen wegkriegen hier. Na, lang hat er auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt mal ein bisschen Combo hier, komm. Komm, der lang hat er nicht mehr. Ah, bam. Wo bin ich da? Der König wartet in der Stadt auf euch. Und am Ende wartet ihr vor dem Niederknien. Werdet ihr vor ihm niederknien. Ich weiß, was mich in dieser Stadt erwartet, Kane. Und es ist kein König. Blaues Blut, wie? Hätte besser mein Sonntagscappy aufgesetzt. In der Tat, Mr. Scamwick, wir sollten sie nicht warten lassen. Das war der zweite Akt. Nee, Zugabe, oder? Ja, das ist Zugabe. Na.
muss ich eine gewisse Anzahl an Kombos schaffen. Nein. Wieder nur 3 Punkte. Besiegte. Okay, besiegte Feinde 61, größter Kombo 64, Ruhm plus 477. Neue Technik. Eine Prüfung. Perfekte Szenen zeigen, okay. Jo, war auf jeden Fall wieder ziemlich spannend. Volle Anzeige, okay. Zunächst, vor allem hat der einen bisschen Basen dabei? Ne. Tipp, mit dem Publikum-Shit lässt sich die Stimmungsanzeige schnell steigern, wenn man auf der Bühne in Schwierigkeiten steckt. Top-Tipp, im Modus Publikum-Shit fügt jeder Treffer der Combo mal 2 hinzu oder sogar mal 4, wenn beide Spieler ihn gleichzeitig aktivieren. Jo, das war jetzt auch schon der zweite Akt. Und ich würde mal sagen, wir werden noch eine dritte und letzte Folge machen, in der wir den dritten Akt spielen. Bevor wir zu unserem Schlussfazit für dieses Spiel kommen, es ist ja immerhin ja auch kein Let's Play, sondern nur ein Let's Test. Und da können wir ja nicht alles durchspielen. Ich will ja euch ja auch nicht zu viel vorne wegnehmen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und sagt bis dahin. Ciao, ciao.